kannst deine Waffe wieder zurückstecken. Geht doch. Nein, was tust du denn? Nein, das steckt ihn. Also steckt die Waffe auch nicht zurück. Da oben ist irgendwo ein Eimer nach Seite. Nein, was kletterst du da hoch? Du sollst da auch klettern. Danke. Wir sollen in die Richtung weiterlaufen. Siehst du, ich gehe schon runter. Haben sie dich geschickt? Wo warst du denn? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen. Ach, jetzt rennt er auch direkt los. Das ist ja schön. Was? Nein! Was? Da will man dem Typen hinterher rennen und der hängt sich einfach aufs Dach hoch. Wirrkopf! Der bringt sich noch um! Ja, das hat er oft genug getan. Jetzt dreh dich um, geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Was zum... Was ist das? Warum dreht er sich jedes Mal um, wenn wir in seine Nähe kommen? Geh weiter! Was soll... das war knapp. Wie zum... Du machst dich sofort da runter! Runter auf den Boden! Hier ist nichts. Außer ein Haufen Rotröcke. Wie kann das angehen, dass der sich alle 20 cm umdreht? Es ist doch keine rotierende Scheibe, was der ist. Lass mir den Deppen erstmal den Rotrücken vorbeilaufen. Und wie ist das bei euch, das Wetter so? Bei mir ist es herrlich blau und ein bisschen bewölkt. Das Kriegsrecht ist nicht schlecht, wenn man die richtigen Leute kennt. Und ich kenne die richtigen Leute. Ich muss jetzt wirklich von der Straße runter. Nicht, wenn du bei mir bist. Komm mit, wir trinken eine Tasse Tee und schnappen frische Luft. Wann warst du zuletzt in einem Teehaus? Nicht seit... Genau. Gut. Wir müssen aber nur warten, bis er abgelenkt ist.
Alles klar, verstehe ich. Einen müssen wir doch noch umbringen. Komm. Danke. Ich hinterlasse keine Zeugen diesmal. Ich hinterlasse genügend Zeugen. Steh auf! Hallo, Kamera, würdest du mal nicht einfach dich drehen, sondern einfach mich in die Richtung laufen lassen, wo ich gerade hinlaufe? Dann dreht er die einfach, Kamera einfach mal um 180 Grad und ich laufe wieder in die Gegner rein. Ist ja auch eine sehr geile Idee. Mache ich ja auch nicht so oft. Ankommen? Ich weiß. Oh, davon ist auch gleich eine Eimerlackscheibe. Seite. Scheibe. Nein! Ach, verdammt. Jetzt habe ich die Eimerlackseite gesucht und bin dabei. Nicht mehr gucken. Dort. Autsch, dich hätte ich als Mensch diese Schussschild gebraucht. Wo sind denn hier ein paar Flugblätter oder sowas? Ich bleib doch nicht stehen, damit die mir auf mich schießen können. Bin ich blöd. Da sind noch welche, die hätten mich sehen können. Was machst du da? Renn einfach weiter. Ich glaube, ich habe gerade das vorgefunden. Das ist gar nicht so gut. Also wenn ich gerade die sind. Ich laufe hier doch nur durch die Gegend. Ach, ich muss anonym werden, um da reinzukommen. Ja, stimmt, da war was. Es sind nur wenige, die hier kommen. Sonst nicht
Doch, ich komme eben davon, weil ich weiß, wie es geht. Hoffe ich. Also, Leute. Tschüss, Leute. Was? Warum springt... Was? Ich spring einfach mal die Leine hoch. Och, Leute. Das muss doch irgendwann mal die Ende haben. Nur weil ich ein paar Aufständische gerettet habe. Jetzt erstmal Möglichkeiten finden, wieder anonym zu werden. Wo ist jetzt die Bühne? Natürlich noch um. Hallo? Was? Woher? Warum? Würdet ihr mal aufhören, auf mich zu schießen? Ach, natürlich. Na, oh, natürlich. Ja, klar, alles klar. Weil ihr seid... Hier sind Leute, die man verprügeln soll. Viel schlimmer kann ich es ja nicht mehr machen. Es sind natürlich wieder zwei von den Idioten dabei. Die ich nicht treffen kann, wenn sie auf dem Boden liegen. Alles klar. Lass doch mal. Würdet ihr einfach mal bitte allesamt sterben? Bleib unten und stirb. Wer befehligt euch? Hab ihn nie getroffen. Weiß nicht mal, wie er heißt. Ist äußerst verschwiegen, paranoid und misstraut allem und jedem. Bitte, töte mich nicht.
Habe ich ihn jetzt noch getötet? Warum? Vor allen Dingen, wo bin ich jetzt? Das ist nicht die Gasse, in der ich seine Männer umgebracht habe. Gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit, wieder anonym zu werden? Das wäre sehr geil. Zumindest ein Flugblatt oder sowas. Schauen wir mal oben. Nicht, dass ich da oben ein Flugblatt vermute, aber vielleicht ist da ja... Geh mal weg. Ich schwebe auf dem Huhn. Hahn. So, haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit, anonymer zu werden? Nö. Die werden natürlich nicht so angezeigt. Da hinten wäre sowas. Oder da. Suchen wir es mal da. Verdammt. Verdammt. Nein. Das ist da drüben der Drucker. Wo ich hin. Ach nein, was machst du denn? Warum verzettelt er sich an so einem Scheiß? Hier ist nix. Die Hände gehören dahin. Wenn ihr auf die andere Seite reinguckt, da ist auch nix. Na toll. Nein. Dreh dich doch nicht um, wenn du geschlagen wirst und wegrennst. Och, jetzt kommen die ganzen Patrouillen her. Warum dreht sich die Kamera zu... Warum... Warum sitzt der sich jetzt einfach auf? Der soll doch einfach weglaufen. Nein, 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 also, renn doch mal dahin, wo man dir... Kletter nicht einfach überall hoch. Ja, gut. Och. Ciao. Ich darf hier lang. Klappt's? Nein, klappt nicht.
Ja, renn halt an der, an dem Ding vorbei. Und jetzt spring wieder rein. Ist ja gut. Ich hab's ja schon kapiert. Du magst mich nicht. Wo? Was? Was tust du? Renn doch einfach durch. Oh. Warum rennt er nicht einfach durch? Nein, er lässt sich von blöder Wäsche ablenken. Och, wie viele Rotröcke gibt es in dieser blöden Stadt? Ja, ich lass dich ja gehen. Danke. Mir war jetzt gerade wichtig, dass ich diesen einen Offizier loswerde. Ich muss natürlich jetzt niesen. Nein, da ist schon wieder einer. Jetzt habe ich direkt gescheucht, verdammt. Also das gute alte Bodenversteck doch mal. Ich brauche wieder einen Schutz zu trinken. Dieses Spiel. Grausam. Vielleicht ist er nicht weg. Ich will doch nur bloß diesen blöden Drucker. Vorbei. Oh, das ist doch nicht wahr. Lass dich halt mal fallen, verdammt nochmal. Komm, hallo. Tumult einzetteln geht also auch nicht, um zu wissen. Ja. Ach, wo kommt ihr denn jetzt her? Hier Sprengstoff ein, ist gleich viel davon. Alles klar. It used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny.
It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.